Unsere Welt ist komplett am Arsch. Nazis, Rassisten, Arschlöcher, überall. Die Affen sind aus dem Käfig und drehen durch. Was können wir tun? Gibt es einen Ausweg? Moment. Was, wenn die Antwort auf all diesen Hass nicht dummes ESO-Gequatsche und ineffektive staatlich finanzierte Kampagnen wären, sondern mehr Hass? Ja, wie immer das Wichtigste vorneweg und damit es auch nicht in Vergessenheit gerät, YouTube ist eine Plattform für Einzeller und andere niedere Lebensformen. Schön, dass wir das geklärt haben. Weiter im Text. Der letzte Upload wurde mal wieder gestrikt. Classic. Diesmal aus niederen Beweggründen hat sich wohl jemand leicht getriggert gefühlt. Dazu kann ich nur sagen, Diggi, du hast sehr viel Glück gehabt. Sehr, sehr, sehr viel Glück. Dass in der ganzen Zeit nicht mehr als zwei schäbige Minuten released worden sind. Ja? Daher in der Zukunft vielleicht einfach ein bisschen besser aufpassen, wen man da so wegstrikt, denn es könnte vielleicht ja auch mal ein Echo geben. Ne? Urmatt! Man könnte glatt meinen, das wäre schon ziemlich unbedacht gewesen. Vor allem dafür, dass ich dir eigentlich immer positiv gesonnen war. Du hast damit auch rein gar nichts erreicht, außer dass dein Wakanda-Prestige von neutral auf finster heruntergestuft wurde. Allerdings machen wir hier natürlich das Beste daraus und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es interessiert mich einfach nicht. Es ist mir scheißegal. Vor einiger Zeit hätte mich diese Aktion wahrscheinlich massivst getriggert, aber durch die ganzen Strikereien aus den letzten 3 Jahren bin selbst ich übertrieben desensibilisiert, was Zensur angeht. Ist halt so. Andererseits hat mich diese unlautere Grätsche allerdings dazu veranlasst, mal ein bisschen Inventur zu führen und zu schauen, wie viele Videos eigentlich in den letzten 3 Jahren gestrikt oder aus sonstigen Gründen nicht auf YouTube erscheinen konnten. Wir haben über 1 Dutzend. Und ich sprach auch im letzten Video davon, dass ich über 20 Videoprojekte immer noch in der Pipeline habe, die ich mal angefangen habe und nie beendet habe. Und höchstwahrscheinlich auch nicht beenden werde. Einige von euch haben sich gefragt, was das wohl für Projekte sind. Ich kann es euch sehr gerne sagen, über die Hälfte dieser Videos sind einfach nur Clips, wo ich dokumentiere, wie mich YouTube verarscht, wo ich mich über Zensur aufrege. Allerdings habe ich schon relativ schnell gemerkt, dass Zensur nicht für alle so ein wichtiges Thema ist wie für mich. Konsumenten wollen nur Konsum. Dim, 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 dim. Also wozu euch damit nerven, interessiert ja im Endeffekt auch keiner und ihr könnt ja auch nichts machen. Ihr könnt mir ja auch nicht helfen, von daher, ja. Und wie wir ja jetzt durch den Drop der Twitter-Files zweifelsfrei schwarz auf weiß bestätigt bekommen haben, ist alles, was wir über Shadowbans vermuteten, komplett wahr und eigentlich noch schlimmer als gedacht. Und man kann dann jetzt auch natürlich seine Hand dafür ins Feuer legen, dass die gleichen Mechanismen, die bei Twitter am Start waren, bei YouTube und Facebook immer noch genauso am Start sind und höchstwahrscheinlich wesentlich effektiver und böswilliger. Denn wie es ausschaut, musste sich bei Twitter an dem CEO Jack Dorsey guerillamäßig vorbeigeschlängelt werden, um überhaupt diese ganzen Zensurmechanismen zu etablieren, weil er anscheinend nicht so woke ist, wie man vermutet hat. Und das ist natürlich ein Attribut, das definitiv nicht auf den CEO von YouTube zutrifft. Die ist nämlich super fascho. Und alles, was ich damit sagen will, ist im Prinzip, ich für meinen Teil wäre schon längst von YouTube reingehauen, wenn der deutsche Hive-Mind nicht so verdammt träge und gewohnheitsabhängig wäre. Denn es gibt zum Beispiel 2, 3 meiner Lieblingsclips, die findet man gar nicht erst auf YouTube. Und diese Clips habe ich bestimmt 1/2 Dutzend Mal in irgendwelchen Videos beworben. Schauen wir mal, wie viele Klicks die so gemacht haben. Cool. Das ist im Prinzip genauso, als würde ich einfach in die endlose Leere schreien. Als würde ich meine Videos in den endlos leeren Void droppen. Und das ist natürlich nicht ganz der Sinn der Sache, also habe ich die Videos weiter auf YouTube gedroppt. Zum einen aus minimalem Geltungsbedürfnis, allerdings vor allem um euch entgegenzukommen. Ne? Der deutschen Zuschauerschaft. Allerdings. Mittlerweile nimmt sich das für mich nicht mehr viel. Ob ich 300 Klicks auf YouTube mache oder 50 auf Odyssey oder Utreon, macht für mich keinen Unterschied. Und dazu ist natürlich auch mein Verachtungslevel über die letzten Jahre gegenüber dieser Plattform hier massiv gestiegen. Eigentlich möchte ich hier gar nicht mehr vorkommen. Eigentlich will ich YouTube meine Videos gar nicht zur freien Verfügung stellen. Weil fickt euch. Und dazu noch ganz kurz, es gibt eine bestimmte Art von Kommentar, die findet man fast unter allen meiner Videos. Ist immer lieb gemeint, aber triggert mich doch ein wenig.
Die gehen ungefähr so. Klasse Video, Wacky. Bleib am Ball, Wacky. Bleib einfach dran. Weitermachen, weitermachen. Weitermachen. Ja, Alter. Womit weitermachen? Damit in die Leere zu schreien? Ich für meinen Teil finde keinen Sinn dahinter, auf einer feindseligen Plattform weiterhin Contents zu droppen. Hey YouTube, why you ban me? You back me in the corner, now you made a vigilante. You made a vigilante. Ergibt für mich leider absolut keinen Sinn. Absolut nicht. Ich bin halt sowohl gedrosselt als auch geshadowbanned. Das heißt, um es mal zu verdeutlichen, wir verdeutlichen gleich erstmal 363 neue Abonnenten im Jahr. Bei knapp circa irgendwie 40 Uploads. Das sind nicht mal 10 Abonnenten pro Upload. Das heißt, wenn ich mich einfach 2 Tage an den Kudamm stelle und dort Flyer verteile, würde ich mehr Abonnenten... Wenn du bei mir abonniert bist, werden dir in der Autoplay-Funktion Kanäle vorgeschlagen, die ähnlich sind, die dir womöglich auch gefallen könnten. Wie zum Beispiel einen Jules oder sowas. Andererseits, Jules-Abonnenten wird niemals mein Kanal vorgeschlagen. Und dazu kann und vor allem will ich mich nicht jedes Mal auf die Großzügigkeit anderer Menschen verlassen, dass die meine Videos pushen. So, das ist das Letzte. Ich will in dieser Hinsicht niemanden nach Hilfe fragen. Das ist vollkommen nicht mein Stil. Allerdings, in der heutigen Zeit komme ich da nicht drum rum. Wenn zum Beispiel ein Belasch oder ein Boogie oder ein Sebbe oder auch ein Xavier Naidu den Shit in den letzten Jahren nicht gepusht hätten, Alter, jedes Video unter 1000 Views. Zum Beispiel als Xavier damals mein Video über alles Lichtmachen geteilt hatte, habe ich mich erst übertrieben gefreut. Zuerst. Allerdings mittlerweile glaube ich eher, dass seitdem mein Kanal noch viel mehr gederankt wurde als eh schon. Also was ich im Prinzip nur sagen möchte, sich jedes Mal darauf zu verlassen oder zu hoffen, dass jemand anderes seine eigenen Videos pusht, weil man selbst nur mal bis in die Finsternis geblacklistet worden ist vom lieben Algorithmus, ist für mich absolut kein Weg. Es geht für mich absolut nicht klar, das möchte ich nicht. In diesem Sinne aber nochmal ein herzliches Danke an jeden, der in den letzten 3 Jahren geteilt hat. Egal ob ein Follower oder 100.000. Vielen Dank von Herzen. Denn wenn der Algorithmus nicht mithilft, was er nun mal absolut nicht tut, im Gegenteil, er arbeitet teilweise gegen uns, bin ich nun mal einfach auf euch angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr die Videos weiter verbreitet. Und jenes hat sich in den letzten 3 Jahren als ganz schönes Dilemma herauskristallisiert, weil zum einen hauptsächlich Leute teilen, die vom gleichen Schlag sind wie ich, also ebenso geshadowbanned und ebenso in den Void kreischen. Und zum anderen, die stillen Konsumenten sind das Problem. Die stillen Konsumenten, die nicken. Die nicken und lachen, aber nicht gewillt sind zu teilen, weil, wenn sie teilen, sie das Getrolle und den Hass abbekommen, den ich eigentlich abbekommen müsste. Ja? Kontaktshit und so. Was ich einerseits natürlich vollkommen nachvollziehen kann, andererseits finde ich es persönlich doch ziemlich feige. Aber es sollte halt auch nicht eure Aufgabe sein. Es sollte nicht eure Aufgabe sein. Ihr könnt nichts dafür, dass der Algorithmus nun mal ein Bastard ist. Genauso sollte es nicht meine Aufgabe sein, jetzt hier so ein Video machen zu müssen, um euch über diese Lage aufzuklären. Erneut. Ich sollte jetzt gerade eigentlich schon längst wieder irgendeinen Dulli wegsnipen. Offensichtlicherweise. Und apropos Sniping, bei dem vorletzten Snipe bei Rezo hatte ich ein kleines, nennen wir es soziales Experiment nebenbei am Laufen. Erst in der Outro-Sequenz, also um euch während des Videos nicht damit auf den Sack zu gehen, blende ich so 20 Sekunden mein Subscribestar-Link ein, was eine Patreon-Alternative ist. Einerseits war das von einigen Leuten in den Kommentaren schon lange angefragt und andererseits dachte ich mir, einfach nur so für die paar Mannequin, die vielleicht ein bisschen mehr supporten wollen. Ich dachte mir schon, dass so wie ich das mache, super ineffektiv ist und vollkommen failen wird. Allerdings dachte ich mir auch, dass zumindest so 2, 3, 4 Leute den Sign-Up-Button finden werden. Ja, falsch gedacht. 0 ist schon hart. 0 war schon Schlag ins Gesicht. Andererseits... doch irgendwie erfreulich, weil ich mit Subscribestar überhaupt nicht zufrieden bin. Überhaupt nicht. Die haben kein Support-Team mehr. Wir sind jetzt bei Utreon. Hä? Was ist denn Utreon? Da sind wir jetzt. Wir sind jetzt bei Utreon. Utreon ist King. Denn offensichtlicherweise suche ich schon sehr lange nach einer vernünftigen YouTube- als auch Patreon-Alternative. Denn die beiden Plattformen sind einfach übelste Bastard-Plattformen. Da sollte man als kontroverser Creator definitiv nicht sein. Definitiv nicht. Und ich bin sehr glücklich, nun endlich fündig geworden zu sein, wie es den Anschein macht.
denn bei Patreon bin ich bis jetzt vollkommen zufrieden. Also von daher, natürlich werde ich noch Videos auf YouTube droppen, solange ich meine 3 Strikes noch nicht voll habe. Na, wir gehen hier mit wehenden Fahnen unter. Allerdings, die wirklich dicken Dinger, die coolen Sachen, die droppe ich ab jetzt auf Patreon. Und ist mir auch egal, ob es nur 4 Leute sehen, ist mir scheißegal, wirklich. Also, wer diese kleine Kampagne hier supporten möchte, der kann das dort gut und gerne tun. Alternativ sehen wir uns seit einigen Wochen jeden Mittwoch um 18 Uhr auf Twitch. Wacker Mittwoch, Motherfucker. Und ausnahmsweise heute das Allerwichtigste zum Schluss. Wer sich oder seiner besseren Hälfte immer noch kein Wakanda-Weihnachtshoodie geklärt hat, ist ein absoluter Versager. Zumindest in meinen Augen. Gib mir mein Kombi. Zeig voll verarscht, haha, jetzt kommt erst das Allerwichtigste. Ich habe mir mal die Freiheit genommen und eine Playlist bei Patreon zusammengestellt, die alle gebannten Videos beinhaltet. The Band Playlist, allerbeste. Zieht's euch rein. Fast alle Videos sind for free, bis auf 2. Einerseits eine Heuchler-Spotting XXL-Episode. Ihr habt verpasst, euch die auf Odyssey reinzuziehen, selbst schuld. Und andererseits... das definitiv größte und längste und vor allem größte Video, was ich jemals produziert habe. Du? Ja, mein Cousin. Hör auf, klug zu scheißen. Also, das definitiv größte Video, was ich jemals produziert habe, der OG Aluhut-Klassiker The Jester's Plane. Du meinst, was ich produziert habe. Ja, Alter, ist ja gut. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Alter, Dicker, komm. So, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Dokumentation, nennen wir es mal. Dokumentation. Man muss allerdings leider dem Englischen mächtig sein, denn das Monstrum ist komplett in Englisch. Yes, yes. Und außerdem, wie gerade auch schon angedeutet, wer keinen vernünftigen Aluhut besitzt, sollte sich das definitiv nicht anschauen. Definitiv nicht antun, ihr werdet keinen Spaß haben. Man braucht einen vernünftigen, intakten, nicht allzu festsitzenden Aluhut. Entschuldigung, Weißblechhut. Wer sich auf jeden Fall mal mit einer Verschwörungstheorie befassen möchte, von der er definitiv noch nicht gehört hat, der sollte sich das mal reinziehen. Der Film ist auf jeden Fall nicht ganz uninteressant, denn er ist nicht grundlos über 2,5 Stunden lang. Und viel mehr habe ich dazu auch erstmal nicht zu sagen. Wer noch irgendwelche Fragen hat, kann mir die gerne stellen. Und zwar nächsten Mittwoch 18 Uhr auf Twitch at Wacky1984. Motherfucker, ich bin draußen. Wassail, wassail all over the place. Our memes, they are dank, and our tweets, they are base. Our salt we are collecting from reading NPCs. With the wassailing troll, we should pose to thee. Mann, Alter! Kannst du nicht sprechen? Wakanda forever! Wakanda über alles! Wakanda por siempre! Wakanda per sempre! Wakanda por todo! Wakanda for inferno! Wakanda leggiando! Long vivo Wakanda! Wakanda para siempre! Wakanda nazarne! Wakanda por siempre! Wakanda ki jai ho! Wakanda na vieki! Wakanda volgen!